Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von 4 Independence. Ja, heute will ich euch einen kleinen Quicktip zeigen, oder Tutorial, wie man es nimmt, das heißt Kleidungstag. Und ja, das ist relativ lustig. Ihr hört, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber was soll's. Naja, wir springen ins Cinema 4D. Und ja, ich habe hier jetzt schon mal was Kleines vorbereitet. Hier ist jetzt bloß diese Ebene, der Boden, ein Licht und der Würfel. Und ja, hier, wenn ich jetzt mal Play drücke. Okay, hier ist aber noch ein Hyper Nerve Subject, damit es auch besser ausschaut. Und hier seht ihr. Und hier springt es und dann hier so runter. Und ja, wie ihr das erstellen könnt, zeige ich euch jetzt. Ich lösche mal die zwei Sachen. Was ist das hier eigentlich? Gut. Und ja, ich habe jetzt nur meinen Boden und mein Licht. Und zuerst erstellen wir uns Würfel. Da oben. Macht die vielleicht ein bisschen größer, vielleicht können wir mal machen. Und dann noch eine Ebene über den Würfel ziehen. Drüber, und den machen wir einfach größer als den Würfel. So, ich mache es übertrieben groß. Und die zwei konvertieren wir über dieses Symbol oder der Taschenkürzel ist C. Dann sind hier so Dreiecke und dann machen wir auf die Ebene Rechtsklick Kleidungstag Kleidung und auf die Würfel Kleidung und Kollision. Und jetzt können wir mal Play drücken. Läuft es runter, aber ihr seht hier, das ergibt hier so leichte, harte Kanten. Da, keine Ahnung. Und das kann man beheben, indem wir hier so ein Hyper-Nerves-Objekt erstellen und die Ebene einfach da reinziehen. Und dann das Hyper-Nerves anklicken, jetzt seht ihr hier schön rund. Und ja, jetzt könnt ihr, keine Ahnung, bei den Kleidungstag hier noch ein paar Einstellungen übernehmen oder rumprobieren. Und das war jetzt eigentlich das kleine Quicktip, ging ja auch nur 2 Minuten jetzt. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, warum das hier ist auch ein bisschen so failt. Hier sieht man so ein bisschen die Kasten und so. Da bin ich noch ein bisschen am rumtüfteln, aber das sieht sich bestimmt demnächst, wenn ich noch ein bisschen was rausgefunden habe, kriegt ihr das mit. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, haut's rein, tschaußen.